In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich einen Kranz aus Hortensien erstelle. Und die Hortensien stammen alle aus meinem Garten. Ich werde mir jetzt auch mal ein paar abschneiden. So, ich habe mir jetzt ein paar Hortensien aus meinem Garten geholt und dann arbeite ich noch mit Schleierkraut und mit Chrysanthemen. Die stammen jetzt aus meinem Gartencenter und dort hatten sie heute auch noch solche Ringe aus Naturmaterialien. Allerdings ist dieser Ring jetzt für meine Zwecke ein bisschen zu klein. Der wird jetzt einfach für ein anderes Projekt aufgehoben werden. Kommt jetzt einfach mal beiseite. Ach ja, dann habe ich mir noch ein paar Binsen aus meinem Garten geholt oder geschnitten vielmehr und zwei Kirschzweige. Die habe ich jetzt einfach mit Draht hier aneinander befestigt und dieser Durchmesser ist jetzt für meine Zwecke besser geeignet. Was ich aber jetzt als erstes machen muss, ich muss jetzt erstmal hier meinen Grün so ein bisschen schon mal oder sagen wir mal grob vorbereiten. Und das mache ich jetzt einfach mal als erstes. Hier fällt schon ein bisschen Schleierkraut ab. Das packe ich mal eben beiseite und dann ändere ich auch die Perspektive für euch. Hier könnt ihr das jetzt noch mal genauer sehen mit den zwei Zweigen. Ich habe die wirklich nur mit Draht aneinander befestigt. Und jetzt schneide ich erstmal meinen Grün so ein bisschen grob zurecht. Das feinere Zurechtschneiden, das mache ich erst gleich im Laufe des Kranzbindens. Und jetzt, wie gesagt, erstmal das Grobe. Jetzt meine alte Drahtschere. Ach, da bist du. Okay, dann legen wir dich schon mal hier hin. Ja, ich habe mir vorgestellt, dass der Kranz später dann so aufgehangen werden wird. Dieser Teil wird frei bleiben. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich finde das sehr ganz cool aus, wenn ich jetzt hier so in diesem Bereich ein paar Binsen dran flechte. Das mache ich jetzt mal als erstes. Mit den Binsen, das kann man machen, muss man aber nicht machen. Leg mir das jetzt zuerst mal dran und wickel hier drumherum. Oder auch nicht. Zack, komm her. Jetzt gehe ich hier einmal über Kreuz, damit das hier hält. Ich hoffe, ihr könnt das nachher auch sehen. Ich glaube, den Puschel lasse ich dran, weiß ich jetzt noch nicht an dieser Stelle. Und wickel hier erstmal fröhlich drumherum. Das hier, das werde ich gleich abschneiden. Das sähe sonst ein bisschen komisch aus. Und hier in die Richtung, wo jetzt dieser Draht bei mir dran gebunden ist, da werde ich jetzt die Binsen auch so ein bisschen strammer dran binden. Müsst ihr euch vorstellen, dass dieser Teil hier schon richtig abgedeckt ist mit der Binse und hier soll das so ein bisschen flatteriger bleiben. So, jetzt habe ich ja den Vorteil, dadurch, dass hier der Draht sitzt, kann ich jetzt einfach das Ende der Binse hier reinstecken. Ansonsten, wenn ihr jetzt einen Metallring haben solltet, dann könnt ihr hier einfach hier ein bisschen Draht dran wickeln. So, nur mal eben überlegen. Jetzt mache ich mal auf der anderen Seite mal lieber weiter, weil ich will das so einigermaßen hier gleich haben. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe gerade noch einen Zweig hier dran gehalten und bin am Überlegen, ob ich den jetzt hier noch dran befestigen möchte oder halt nicht. Ich glaube, ich überlege mal eben noch mal einen kleinen Moment. Könnte ganz cool aussehen. Ich glaube, ich werde den Zweig so befestigen. Das mache ich jetzt einfach mit Bindedraht. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Ach, da vorne. Okay. Aber ich glaube, das sieht dann wirklich ganz nice aus. Ja gut, jetzt kommt der etwas fummelige Teil und da muss man sich auch immer noch ein bisschen Gedanken machen, wie viele Blumen will man jetzt hier überhaupt dran befestigen. Ich glaube, ich werde jetzt die Hortensien noch ein bisschen filigraner schneiden, weil diese riesigen Büschelchen, die sind mir jetzt ehrlich gesagt zu groß. Ach, was ist das denn? Ach, guck mal, hier ist eine kleine Schnecke. Ja, komm. Ja, ist auch eine drin. Ich bringe die mal eben nach draußen. Ach Gott. Aber nicht die Funkchen fressen, das wäre nett. Schnecke ist erfolgreich gerettet. Die hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich jetzt erzählen? Genau, die Funkchen wollte ich jetzt schon sagen. Die Hortensien, die sind mir nämlich so ehrlich gesagt ein bisschen zu gigantisch. Und deswegen schneide ich die jetzt noch etwas filigraner zurecht. Alle schneide ich jetzt noch nicht. Das mache ich jetzt alles so nach und nach, je nach Bedarf. Mal sehen, ob ich noch mehr Schnecken finde. Und ich glaube, ich habe schon gesagt, jetzt muss man sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie will man das Ganze denn überhaupt kombinieren. Schleierkraut. So. Brauche ich aber noch mehr Schleierkraut. Ich mache das mal eben hier fertig in Ruhe. Das kommt jetzt noch eben beiseite. Wo ist mein Bindedraht schon wieder? Jetzt nehme ich meinen Bindedraht. Und der wird jetzt hier erst einmal dran befestigt.
verwursteln. Den Bindeldraht jetzt nicht abschneiden. Ich lege mir den immer bevorzugt in die Mitte der Kränze. Ich weiß auch nicht warum, ne? Kann man auch da hinlegen, das ist jetzt vollkommen egal. Dann nehmt ihr euch euer Bündelchen mit Blumen. Da ist der Bindedraht. Jetzt lege ich das hier drauf. Und wicke jetzt vorsichtig hier mit meinem Draht drumherum. Mit Hortensien habe ich selber auch noch nie gearbeitet. Ich finde, die sind auch relativ empfindlich. Man hätte das jetzt auch einfacher haben können, indem man einfach einen Kranz aus, wie heißt das nochmal, Steckschaum verwendet. Da hätte man das jetzt einfach reinstecken können. Aber ich finde, so sieht das eigentlich nachher cooler aus, eigentlich. Gut, jetzt kann man sich wieder überlegen, wie will man das Ganze weiter kombinieren. Ich werde jetzt immer so kleine Bündelchen machen und dann binde ich die da dran. Achtet auch immer auf die Ränder, dass ihr da auch Pflanzen dran habt. Ne, hier, diese Innenseite soll man nicht sehen später. Lege ich jetzt auch was drüber. Ja, jetzt muss ich echt aufpassen. Und die Chrysanthene ist abgebrochen. Hortensien lege ich hier wieder drüber. Da ist der Bindedraht. Also über dem Bindedraht. Die Chrysanthene muss ich jetzt gleich aufpassen. Die darf ich nicht so an den Seiten verwenden, da knicken sie mir weg. So, das ist jetzt schon mal fest. Okay, den Rest machen wir mal eben auf Zeitraffer, weil das dauert hier eine Weile. Ich achte auch immer darauf, dass das hier in etwa so gleich lang ist, aber nur so in etwa. Jetzt schneide ich mein Drahtende ab und ich muss echt zugeben, der Anfang war jetzt echt nicht einfach für mich, weil ehrlich gesagt, mit Hortensien und Chrysanthemen habe ich wirklich noch nie gearbeitet. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schwierig anzubinden sind. Echt, holla die Waldfee. Den Draht habe ich jetzt hier einfach nur dran, drumherum gewickelt. Das sollte jetzt erstmal soweit halten. Jetzt fange ich nämlich auf der Seite hier wiederum an. Aber bevor ich das mache, muss ich mir noch ein paar Hortensien aus meinem Garten holen. Man wundert sich auch immer, wie viel Grün da letzten Endes drauf geht. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Panik bekommen, dass die Chrysanthemen oder so nicht reichen. Aber ich denke, ich komme da jetzt ganz gut mit aus. Und ich habe mir vorhin noch in meinen Eimerchen mit Wasser so ein bisschen Reserve reingelegt. Also ich würde nicht immer gleich alles zurechtschneiden. Immer am besten nach und nach. Weil man hat ja nicht immer das Glück und kann die Sachen dann einfach noch aus seinem Garten holen. Also Hortensien ist jetzt nicht das Problem, ne, aber halt die Chrysanthemen und so. Und dann zeige ich euch das jetzt gleich nochmal auf dieser Seite genauer. Ich musste mich dabei jetzt ehrlich gesagt auch erstmal ausprobieren, wie man das überhaupt macht. Aber ich zeige es jetzt schon mal genauer. Ich müsste mal eben beiseite legen. Ich hatte echt gedacht, oh Gott, bitte lass es gut aussehen, bitte lass es gut aussehen. Ich muss auch zugeben, hier mit diesem Zweig, der jetzt dazwischen ist, das ist dann halt auch ein bisschen fummeliger. Aber es geht. Bindedraht jetzt wieder hier befestigen. Ende miteinander hier, oder das Ende hier verwursteln. So, jetzt kommt er wieder in die Innenseite von meinem Kranz. So, ich schneide mir jetzt mal eben hier so ein Bündel zurecht und dann erkläre ich es wirklich nochmal genauer. Dann wollen wir euch jetzt mal bündeln. Als erstes nehme ich die Hortensien. Jetzt kommt das Schleierkraut und ich lasse das Schleierkraut hier so ein bisschen höher rausgucken. Hier ist mein Bindedraht. Leg das jetzt hier drüber, mal eben schauen, ob das einigermaßen gleichmäßig wäre. Ja, so ganz grob. Bindedraht, ne? Also es liegt jetzt oberhalb von dem Bindedraht. Jetzt gehe ich hier vorsichtig mit meinem Bindedraht drüber. Jetzt kommt das nächste Bündel. Dann nehme ich jetzt wieder Hortensien. Oh, die sind aber nicht mehr so schön. Ich schneide mal eben die anderen. Hortensien als erstes und dann das Schleierkraut so ein bisschen hier so reinfriemeln. Halte ich jetzt hier zusammen. Das Schleierkraut habe ich auch ein bisschen länger gelassen, also den Stiel. Und lege das jetzt hier an den Rand, weil ich will ja den Rand nicht sehen. Da muss man echt höllisch aufpassen bei den Hortensien. So. Ach, die Familie zeigt mir gerade mein Band, was ich drumherum wickeln wollte später.
Habe ich ehrlich gesagt vergessen zu holen. So, drumherum gewickelt. Und bei den Chrysanthemen müsst ihr höllisch aufpassen. Das ist mir ja vorhin passiert. Kannst du einfach da hinlegen. Ich bin aber am Film. was wollte ich sagen? Bei den Chrysanthemen müsst ihr höllisch aufpassen. Die können euch ganz schön schnell wegbrechen, die Stiele. Deswegen würde ich die jetzt nicht so an Stellen verwenden, wo extreme Biegungen sind. Gut, Hortensie. Chrysanthemen lasse ich jetzt auch ein bisschen länger hervorschauen. Und den Stiel habe ich Gott sei Dank auch lang gelassen. Das war jetzt erstmal mein Glück, ehrlich gesagt. Lege ich auch hier drauf. Ja, jetzt kann ich sogar noch ein bisschen mehr hier, hervorgucken oder hinausschauen. Noch ein bisschen. Das sah jetzt nicht aus. So. Okay. Habe das jetzt hier so ein bisschen tiefer hingelegt. Und jetzt kommt der Bindedraht. Bei den Hortensien auch aufpassen, dass ihr da nicht mit dem Bindedraht irgendwie die Blüten so zerquetscht. Also bei dieser Arbeit braucht man jetzt wirklich Ruhe und Geduld. Ist halt so. Steuerkraut mal eben zuschneiden. Zack. Hortensien. Ich werde jetzt auch mehr mit den Hortensien arbeiten als mit dem Schleierkraut. Die sah jetzt nicht mehr so toll aus. Ah, das ist eine schöne. Lasse ich auch wieder ein bisschen mehr hinausschauen. Und lege ich jetzt hier mehr so an den Rand ein bisschen. Wenn man das Schleierkraut mit dem Draht ein bisschen erwischt, die Blüten, das ist nicht so schlimm, das kann man was abhaben. Aber bei den Hortensien habe ich vorhin festgestellt, oh oh, ich zerquetsch mir die. So, den Rest mache ich aber mal eben im Zeitraffer. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt so einigermaßen verstehen, aber ist für mich hier auch gerade Premiere. Ich kann es euch sagen. Ich glaube, ich habe das schon gesagt, ne? Dass ich das auch noch nie gemacht habe. Also mit den Hortensien. Also ich muss zugeben, die Seite gefällt mir ein bisschen besser, weil die letzten Endes etwas üppiger geworden ist. Ja, jetzt wird es interessant werden. Ich muss ja jetzt hier irgendwie eine Verbindung hinbekommen. Wo habe ich jetzt meine Hortensien? Da. Okay, das ist jetzt echt fummelig. Ich werde das jetzt mehr so, ja, wartet mal, vorsichtig, aber echt vorsichtig, hier so ein bisschen hineinstecken, um da einen Übergang hinzubekommen. Ist aber jetzt wirklich nicht einfach. Da müsst ihr vorsichtig arbeiten mit den Hortensien. Ich hoffe, ihr könnt das später auch ein bisschen sehen. Steckt das jetzt hier so ein bisschen rein und dann kommt der Bindedraht zum Einsatz. Müssen wir das aber auch mal eben hier wieder ein bisschen bündeln. Muss mal eben das hier abschneiden, das ist sonst zu lang nachher. Heb's an. So. Jetzt mache ich das hier so ein bisschen auseinander. Ich hoffe, es wird auch gleich klappen. Bindedraht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gut. Okay, das hat jetzt schon mal geklappt. Das mache ich dann bis hierhin. Uiuiui. Echt. Das ist jetzt super fummelig. Wo ist meine Schere? Eieiei, die fällt mir jetzt schon fast auf den Boden. Das gebe ich jetzt offen zu. Das ist wirklich nicht easy peasy. Jetzt hier wieder vorsichtig mal so ein bisschen drunter stecken. Freme die Hortensien wieder auseinander. Also da braucht ihr jetzt wirklich Ruhe und Geduld. Ne? Nicht mal eben machen. Ich fummel jetzt hier wirklich vorsichtig mit dem Draht so dazwischen entlang. Ich wusste, ich hätte diesen einen kleinen Ast da abschneiden sollen. Der mir jetzt echt im Weg ist. Ich habe gedacht, ach, ist doch egal mit dem Ast. Ah, gut. So, ein bisschen was muss hier aber noch hin, damit das cooler aussieht. Den Bindedraht auch wirklich erst dann abschneiden, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den nicht mehr benötigt. Sonst ärgert ihr euch hinterher. Fummel, fummel, fummel. Uiuiuiuiuiui, okay. Ich bin hier auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg, glaube ich. Jetzt schneide ich den Draht mal ab. Ich lasse den aber jetzt mit Absicht erstmal ein Stück zu lang. Drehe meinen Kranz um und jetzt verwurste ich den hier.
Wenn man euren Kranz übrigens von allen Seiten sehen sollte, dann müsst ihr den zwischenzeitlich sowieso auch mal umdrehen und dann halt dahinter auch machen. Also so Bündel dahinter legen. Ja, so weit, so gut. Ach, ich mag jetzt doch beide Seiten. Ich dachte erst, die Seite sähe ein bisschen blöder aus, die andere. Wenn ihr aber jetzt das Gefühl haben solltet, da kann noch was hin. Ich muss hier mal eben noch mal gucken, ob das alles so weit fest ist. Ich guck mal eben. Ja doch, ist alles so weit fest. Was wollte ich sagen? Wenn ihr das Gefühl haben solltet, auf der Seite oder auf der ist euch das nicht üppig genug, dann könnt ihr jetzt vorsichtig noch ein bisschen grün einarbeiten. Ich würde den Kranz dann wiederum umdrehen. Gut. Und dann hier noch so vorsichtig unter den Draht schieben. Aber auch da wieder mit Ruhe und Geduld arbeiten. So, die Feinarbeiten sind jetzt soweit erledigt, aber der kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Ich finde den jetzt schon total cool. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt noch so ein paar, ich sag mal, Detailarbeiten mache. Ich habe nämlich hier noch Chrysanthemen, die sind noch nicht am Blühen. Könnte man ja jetzt hier oben mit einarbeiten. Und ich muss mir jetzt auch noch Gedanken machen, was ich hier für ein Band dran befestigen werde zum Aufhängen. Ach ja, meine Mutter hatte mir das ja vorhin reingebracht, schon wieder ganz vergessen. Die stecke ich aber jetzt hier einfach nur noch so hinein. Damit jetzt diese Blüten auch halten, nehme ich jetzt mal ein bisschen Draht von ganz dunklen, weil die fallen mir sonst darunter. Mache ich hier so ganz dezent einfach mal fest. Jetzt noch das Band und dann ist der Kranz im Prinzip fertig. Leider bin ich grottenschlecht im Schleifenbinden. Das sähe bestimmt auch cool aus, wenn da nachher so eine Schleife noch mit dran wäre. Man muss da jetzt auch kein Band dran machen. Man könnte das jetzt auch theoretisch gesehen hier direkt an dem Zweig aufhängen. Mal eben hier festhalten, weil ich will das Band so ein bisschen dicker haben. Das ist mir zu transparent. Leg das mal hier hin. Halt einen Finger drauf. Ja, so ganz grob mal eben stramm ziehen. Ja, jetzt schneide ich es ab. Vorher immer Gedanken machen, wie tief soll denn euer Kranz überhaupt hängen? Hoffentlich passt das jetzt auch. Weil ich konnte jetzt hier mit nicht dazwischen hergehen, deshalb. Ja, so. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig abgeschnitten. Eben justieren. Ein bisschen ordentlicher kann ich das aber auch. Also ich und die Bänder, das ist immer so ein Thema für sich. Oder was heißt ich und die Bänder? Ich mache das ja alles nur hobbymäßig. Ich habe das nie gelernt oder so. Ich glaube, ich brauche hier noch einen Moment, um das Band zu justieren. So, und jetzt mache ich hier eine Schlaufe rein. Dann kann man das nämlich ganz geschmeidig später aufhängen. So. So, das usselige Ende hier, das schneide ich jetzt einfach ab. Also ich muss jetzt wirklich mal an dieser Stelle zugeben, das ist jetzt einer meiner absoluten Lieblingskränze geworden, auch wenn der nicht einfach zu binden war. Ich werde den später am Friedhof platzieren, oder genauer gesagt, könnt ihr ja ruhig wissen, den wird meine Oma bekommen. Also wenn der Kranz ihr nicht gefällt, dann weiß ich aber auch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, der wäre jetzt auch super geeignet, zum Beispiel für eine Hochzeit oder dann halt auch für die eigene Haustür. Ja, und ich hoffe, es hat euch bei mir ein klein wenig gefallen auf dem Kanal. Ich werde mich an dieser Stelle jetzt mal bei euch verabschieden. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!